Ja, hi Leute, hier ist Sascha, der Erfinder aus Wolfsburg und heute ist mal meine Küche wieder dran. Nach 4-5 Jahren ist mir das Dekor schon ein bisschen langweilig geworden und es haben sich damals auch ein paar Verlegefehler eingeschlichen. Wie zum Beispiel an der Steckdose habe ich mich ein bisschen verschnitten und unterm Fenster habe ich den Verband nicht richtig getroffen. Und da gibt es jetzt sehr schöne Dekore in Holzoptik und da habe ich mir was von Fliesoquick bestellt. Das Chevy Rustikal nennt sich das. Und ja, das kriegen wir heute, denke ich, mal besser hin. Ich bin schon gespannt. Ja, dann fangen wir mal an. Ich ziehe jetzt die Fliesen ab. Oh, geht doch recht einfach. Und es sind auch keine Kleberückstände drauf, so wie das der Hersteller sagt. Achso, perfekt. Ja, die Silikonfuge ist ja jetzt auch schon in die Jahre gekommen und dabei mache ich sie dann auch gleich mit neu. Dann sieht auch alles noch schöner aus. Hier seht ihr jetzt auch an einer Außenecke das Silikon, was ich hier rausziehe. Und das machen wir heute auch besser. Und zwar nehmen wir ein Aluminiumprofil aus dem Baumarkt und kleben das dann hier drauf mit Silikon. Und das sieht dann richtig geil aus. Also die Platten lassen sich nach 4,5 Jahren doch recht einfach ablösen. Nur das, was man halt danach nochmal abziehen muss, sind diese Dichtstreifen, die sich hier an der Wand noch befinden. Die haben sich jetzt beim Abreißen der Platten, haben die sich gelöst und verbleiben dann an der Wand. Aber das geht dann auch nochmal, wenn man sie zu greifen kriegt, relativ einfach. Ja, das Abreißen ging doch recht einfach von der Hand. Also die haben nicht zu fest und auch nicht zu wenig geklebt. Und war ein bisschen schweißtreibend. Wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht? So 10-15 Minuten ungefähr. Und also die befürchteten Klebereste sind nicht auf den Fliesen. Also wenn man hier so drüber streicht, da klebt wirklich nichts. Also es hat sich alles wunderbar abgelöst. Das, was man halt nochmal machen muss, sind halt diese einzelnen Dichtstreifen dann wieder abreißen. Aber das geht auch recht einfach. Und auch da ist kein Kleberückstand an der Wand geblieben. Und der Müllberg ist auch recht überschaubar. Das ist der ganze Müll, den wir hier runtergeholt haben. Und den gibt man einfach zum PVC-Müll, also in die gelbe Säcke. Und da wird er dann entsorgt, weil es ja PVC ist.